Die TSG 1899 Hoffenheim hat die erste Runde des DFB-Pokals souverän gemeistert und sich mit 6:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern durchgesetzt. Gegen die Roten Teufel fehlten Coach Julian Nagelsmann mit Nadim Amiri und Kerem Demir bei gleich zwei zentrale Mittelfeldspieler. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel erläuterte der Erfolgstrainer nun die Lösungsansätze für das Zentrum. Gegen die Kaiserslauterer ließ Nagelsmann sowohl Rückkehrer Vincenzo Grifo als auch Köln-Neuzugang Leonardo Bittencourt und Steven Zuber im Mittelfeldzentrum der Hoffenheimer spielen. Auch wenn alle drei eigentlich eher auf den Außenbahnen zu Hause sind, machten sie ihre Sache mehr als ordentlich. Dennoch sah Nagelsmann nach Abpfiff naturgemäß auch noch Verbesserungspotenzial. Überraschte gegen den 1. FC kam mit einigen personellen Änderungen. TSG-Coach Julian Nagelsmann: Ich glaube, offensiv haben sie es alle drei ordentlich gemacht. Natürlich ist es so, dass Leo Bittencourt, ANM, jetzt ein Jahr lang in Köln eigentlich linker Flügel gespielt hat, Vince Grifo, ANM. Drepp hat ein Jahr lang sehr wenig gespielt und war davor in Freiburg eigentlich immer linker Außenstürmer. Also auch eine viel breitere Position. Steven Zuber, ANM. Drepp war ein Jahr lang eigentlich linker Joker, dann mal teilweise auf der 8, aber auch kein Sechser. Er ist aber fußballerisch gut, um es auch dort zu lösen, so Nagelsmann. Defensiv ist es schon so, dass wir dann immer ein paar Momente brauchen, wenn wir mal nicht gut geordnet sind, um unsere Positionen zu finden. Das ist aber normal. Insgesamt zeigte sich der TSG-Coach aber zufrieden mit dem Auftritt im Mittelfeldzentrum. Ich finde, dass sie es ganz ordentlich gemacht haben, auch in der Vorbereitung. Vince und Leo auf den beiden Achterpositionen haben es sehr gut gemacht, hatten auch eine gute Torgefahr, was ich auch brauche auf diesen Positionen. Auf der 6 ist natürlich die Defensivarbeit nochmal ein bisschen bedeutender, da durfte sich der Steven heute ein bisschen dran gewöhnen. Es ist eine Option, es am Freitag ähnlich zu gestalten. Im Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison treffen die Kraichgauer am Freitagabend auswärts auf den Rekordmeister FC Bayern München. Auch dort will er der Coach den personellen Engpass wieder intern kompensieren. Neues Gewinnspiel Folge at 90 Minuten. Geh auf Twitter und retweet diesen Tweet, um ein Bundesliga-Trikot deiner Wahl zu gewinnen. Das Gewinnspiel läuft bis zum 24. August. Der Gewinner wird automatisch ermittelt und anschließend bekannt gegeben. pic.twitter.com/mecker6ccg5kl 90 Minuten de @90 Minuten. Der 13. August 2018.